erstmal ein paar Dinge hier infiltrieren. Sollte eigentlich eindeutig der sein. Yes. Und gleich der nächste hinterher. Sollte eigentlich auch der sein. Yes. Und mit dem nächsten sollten wir ein Level Up bekommen. Das sollte stimmen. Waffen habe ich halt bisher nicht so oft in der Hand, daher lieber sowas. Und dann würde ich sagen... Die Wedding, das hat wohl jeder mitgekriegt, was da passiert ist. Das Kurte. Spielhölle, wie kommt man denn da hin? North Point ist gerade nicht wirklich viel. Eigentlich nur diese Eskorte hier. Einen Bericht gibt's ja auch noch. Sozialbericht Mimi Zhen. Alter 35. Einwanderung aus Hongkong mit 20. Deutliche Hinweise auf Drogenmissbrauch. Ständiger Kampf gegen die Abhängigkeit und die typischen Folgerisiken. Scheint ihre Sucht durch Prostitution zu finanzieren. Zeigt deutliche Spuren von körperlichem Missbrauch, Mangelernährung und mindestens einem Suizidversuch. Gibt an, öfter vergewaltigt worden zu sein, als sie zählen kann. Positiv auf HIV und Hepatitis C getestet. Am 11.08.2006 antivirale Medikation aufgrund der Lebensweise nicht möglich. Vorläufige psychologische Bewertung offenbart keine tiefliegenden Kausalfaktoren, weist aber auf eine schwere PTBS, vermutlich infolge zahlreicher Vergewaltigungen hin. Posttraumatische irgendwas Störung, also Flashbacks. Empfehlung, sofortige Aufnahme in das Methadon-Programm um ständige Überwachung. Mrs. Shen ist ein sehr schwerer Fall, dem nicht mehr viel Zeit bleibt. Wir denken, dass sie ohne sofortige und entschlossene Hilfe das Jahr nicht überleben wird. Sie hat die Prioritätsstufe 1a. Hinweispatienten wurde der landesweiten Rehabilitationswarteliste hinzugefügt. Weitere Vorgehensweise: Behandlungsbeginn in 3 bis 6 Monaten, je nach Verfügbarkeit öffentlicher Mittel.
Nur mal so zum Schauen, was da passiert. Roland, got any work for me? Yeah, sure. Samson Gao, your typical deadbeat. Moron is hiding out on an overpass in North Point. Thinks nobody knows he's there. He's wrong. Thank you for coming. You like some tea? Okay. Tiffany, it's Wei. Oh, hi. How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You wanna sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but, maybe. I'll see you in a bit. You got it. Bye-bye. Gut. What's up, Tran? You looking for anything in particular? I need a coupe. Stand by for details. Gut, dann schauen wir halt bei Tiffany vorbei. Moment, das Kara. Wait, als nächstes brauche ich ein B-Sai. Versuch mal, er bedient dein Glück. War das der Typ, bei dem man Fahrzeuge hinbringen kann? Tiffany's Lied. Ich denke, das kommt doch eigentlich ganz gut nach der schrecklichen Hochzeit. Kurzes Karaoke-Ründchen. Der hat schlecht über mich geredet und ich komme gerade in die Tür rein. Naja, am liebsten würde ich ihm den Arsch versohlen. Aber das geht wohl nicht. Tiffany. Na, wie geht's? Hey, Tiffany. Oh, you're here. I've got everything set up. There's no escaping karaoke here, is there? You wanna sing first? Ja, dann halt. Or out of law, rather in the years. Ich kenne eigentlich wirklich gar kein Lied von denen allen, aber gut. Ziemlich schrecklich an. Zum Glück ist nicht so streng, das Ganze hier. Ich glaube, das haben wir geschafft. 93%, nice. Yay, danke. Is there anything you'd like me to sing? No, thanks. Maybe next time. I should get going. Really? So soon? You don't want me to sit on your lap and sing for you? That's the kind of thing clients usually want. Well, when you
You put it like that. Let's go sing. Ja, komm schon. Ready to go crazy? I'm a pro, so try to keep up. Stand up! Die Fähigkeit erledigt, Stufe 4. Ja, der Statue erschien auf ihrer Minimap. Wieso kriegen wir dafür Geld? Ich muss sie doch schließlich bezahlen. Naja, gut. Ich sag ja nicht nein dazu. War doch schön, nach dieser schrecklichen Tat, kurz mal einen Song zu singen und jemanden Nettes zu treffen. Nicht Ping. Wer ist nicht Ping? Hä? Wer ist das denn? Oh shit, Sorry Leute, wollte ich nicht. Tschüss! Ich geh da mal die... Oh nee, die Werbung gerade. Ping's PC. Heia. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer nicht Ping ist. Sorry, es gibt so viel Zeugs überall immer auf der Straße, das ist schlimmer als bei GTA. Da muss man überall anhalten. Ich habe gleich wieder so viel Geld wie vorher, bevor ich das Fahrzeug gekauft habe. Sorry. Parkuhren lohnen sich halt schon. Manchmal sind da über $100 drin. Ach so, das war die Verkäuferin im Laden. Ah, das war sie. Okay, doch. Gut. Oh, there you are. Yeah, I'm back. Yeah, I thought I'd see if I could talk you into teaching me a few things. Okay, let's go. First thing is make sure the coast is clear. Better get rid of that cop somehow. Excuse me, officer? Yes? What is it? Yeah, I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago. Over there. Thanks for the tip, sir. I'll check it out. Canada. Drug deal, huh? Chawa, I have to say though, the cops in this town are kind of dumb. Oh, right. When I feel restless, I come out here and hotwire a camera, just for fun. Hotwire? Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. I'll keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet talk them like you did though.
Sollte ja nicht so schwierig sein. Kennen wir ja schon. Sogar nur drei Zahlen, vier Zahlen. Ziemlich einfach. How do you know how to do that? I have my ways. Not going to tell me? Maybe I can find a way to bribe you later. So, that was, like, pretty fun. I didn't know you were so into tech stuff. Yeah, I'm, you know, into all sorts of crazy shit. I bet. You know, I still don't know your name. What do you mean? Well, look at my address book. You're still just not pinged to me. That's cute. I like that. So you want to set me straight? Eventually. Most likely. All right. I guess we'll see what it takes to get it out of you. Eventually. Let me show you how the pros do it. Yeah? You're going to show me how to hack a camera? Of course. Steigendes Ansehen. Solange die Ansehensanzeige aktiviert ist, erledigt Wei weniger Schaden durch Angriffe. Okay, jetzt habe ich nicht gesehen, was die Belohnung war, aber egal. Love is love. Adi.